und weiter geht's. Aloy. Wo sind die anderen? Nicht weit zurück. Eierkopf wollte partout nicht mit den anderen reisen. Sind alle da? Dann legen wir los. Ein Tunnel. Ein alter Fluchtweg aus den Ruinen auf der Insel. Als mir klar wurde, dass man damit über das Wasser kommt, ich dachte, man kann so unentdeckt kommen und gehen, also hielt ich ihn vor den anderen geheim. Wollen wir? Ich wünschte, es gäbe einen geruchloseren Weg in die Basis hinein. Stimmt. Der Stadtturm. Die Ebene bietet nur wenig Deckung, also ist der beste Weg der hier. Er wird von Phantomen bewacht. Und in den Hangars dort sind noch viel mehr. Alles klar. Alva, Cotallo, legt los. Was haben Sie vor? Etwas Wichtiges. Erend, komm mit mir. Leute, sucht eine hochgelegene Stellung für Feuerschutz. Taktisch klug, schätze ich. Was hat sie vor? In der Nähe ist ein Sensorknoten. Wenn ich mich reinhacke, sollte ich das Netzwerk lahmlegen können, damit ihr unentdeckt bleibt. Aber nicht lange. Dann sollten wir weitermachen. Eine Sache noch. Öffne den Kanal zu Beta, nur Audio. Wir sind hier und kommen dich holen. Du weißt, was zu tun ist? Solange ihr euren Teil einhaltet. Werden wir. Bis bald. Pass auf. Los geht's. Kommt so schnell wie möglich zum Startturm. Ich versuche, unser Eindringen zu verschleiern. So, wunderbar. Ja, dann machen wir Vorsicht, mal. Vorsicht, Aloy. Phantome voraus. Vorsicht. Folge mir. Mach ich doch. Ich sollte was anderes als Schockmunition nehmen. Mach ich die jetzt platt, oder? Ja, klar. Munition!
Ja, oh, komm schon. Kannst halt auch nicht zielen, ne? Natürlich, Kamera dein größter Feind hier. Aber du hast recht. Ich will zwar nichts sagen, aber... Bisschen übertrieben, ja. Ne? Naja gut, wenn es zum Ende hingeht, muss man natürlich nochmal alles strecken. Das ist so typisch. Ist ja nicht so, als hätte der Spieler vielleicht... Ups. Vielleicht genug von uns? Nein. Wo muss ich lang? Was ist in dem Rucksack, Alteisen? Aloy, Alva und ich nähern uns dem Regulator. Meld dich zwischendurch. Es ist unheimlich hier. Keine Angst, ich beschütze. Wünschte ich hätte einen Kleiner. Ich muss wohl irgendwie anders rüber. Mir geht's gut. Kann ich im Wasser antworten, ist easy, kein Problem. Weißt du, wenn ich mir Erend mir hier folgen will? Aber okay. Das hat jetzt was gebracht. Viele tote Maschinen auf der Insel. Wir haben viele erlegt, als wir hier landeten. Ihre Bauteile könnten wir jetzt nutzen. Ich bin fürs Klettern nicht gemacht. Tut mir leid, Erend. Ich habe keine Ahnung, wie es Erend hierher geschafft hat. Noch ein Atom. Schleichen oder kämpfen? Eine Wahl.
Es ist kein Bier, aber okay. Aloy wird angegriffen. Gebt ihr Deckung. Feuer! Vorsichtig mit dem Zeug. So ein One-Hit-K oder was? Sand. Gute Beute. Ein bisschen. Genau das ist das Problem. Du hast hier echt ein paar Bögen zu viel. Vier Stück haben ausgereicht. Vier Stück hätten locker ausgereicht. So, ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Von der Höhle bin ich doch gekommen. Also mal sehen, wie verwirrend der Scheiß sein kann. Naja. Ich hinterfrag das mal nicht. Hauptsache komplex. Ich weiß, ich habe so einen Hass auf das Spiel. Also ich weiß nicht, nicht Hass, aber einfach die Enttäuschung. Einfach so nach dem Motto, warum hat man sein eigenes Spiel so sehr kaputt gemacht? Ist halt nicht. Was will das Spiel jetzt von mir? Wo soll ich lang? In der Höhle scheint es ja nicht der Fall zu sein. Also wo bitte? Wo? Wir sollten weiter. Ja, wenn ich wüsste, wohin er rennt, dann würde ich das schon längst tun. Aber irgendein Vollidiot bei Guerilla Games meint, es wäre cool, es einfach verwirrend zu machen. Gehen wir, Aloy. Es stinkt hier drin. So, und wo geht's weiter? Nee, wirklich. Ich bin jetzt bin ich überfragt. Vielleicht hier hoch? Was zum Geier? Ich habe keine Ahnung, was das Spiel von mir will. Es ist doch unglaublich. Kannst die letzte Mission nicht machen. Kannst das Spiel nicht verändern, weil die... Weil irgend so ein Vollidiot meinte, nee, finde ich cool, was da passiert. Schon müde? Ja. Natürlich ist er schon müde. Puh. Komisch. Ganzen.
mit dem Unkraut. Das war's mit der Metallblume. Wir sind durch. Liegt hier, falls du es willst. Lebe lang, töte deine Feinde. Diese Phantome sind echt gut! Den übernehmen wir, Aloy. Geh weiter! Über den Sturmvogel-Kadaver kommen wir darüber. Ich hasse Sturmvögel. Aber tot ist dieser hier ganz praktisch. Weißt du noch damals, als unsere einzige Sorge war, dass Meridian vielleicht zerstört wird? Also, statt der ganzen Welt wie jetzt. Ja. Schöne Zeiten. Ja, schöne Zeiten. Zero Dawn, da warst du nicht so ekelhaft, Aloy. Da war der Game Designer noch fair. Das hat jetzt was gebracht? Alle. Ekelhafte Feinde. Also weiter. Gute Arbeit. Was jetzt? Was hast du? Nur ein paar Teile. Ich will zwar nicht sagen, Eren, du bist blöd, aber... Weiß ich, Eren war ein cooler Dude. Betonung liegt auf wahr. Hier, den Fels hoch. Dieses Klettern, ne? Wenn sie das nicht so verschissen hätten, könnte ich hier über vieles hinwegsehen, aber... Wir müssen um diese Ecke herumklettern. Ich versuche nicht zu jammern. Ich kann euren Weg sehen. Weitergehen. So schnell wir können.
Alles okay? Geht schon. Wenn sie es nicht so verschissen hätten. Irgendwie. Ich bin so froh, wenn das Spiel vorbei ist. Also es ist jetzt nicht so schlecht, dass ich es nicht zu Ende bringe. Ist aber jetzt aber auch nicht so gut, dass ich jetzt sagen würde, darauf freue ich mich riesig. Sieht aus, als hätten die anderen alles im Griff. Ha! Du schießt wie ein Utaro, Aloy! Der Qualm brennt in den Augen. Wie viele Phantome haben die Seelen? Mehr als wir auf einen Schlag brauchen, das steht fest. So, nahme das doch schon einmal. Komm schon, den Felsen hoch. Willst du nichts sagen, Erin, aber du warst doch da oben. Hallo, nach oben, nicht nach unten. Aloy, Alva und ich sind in Position. Dann los, jag den Regulator hoch. Moment, ich muss die Ladungen anzünden. So. Alva und Kotalo haben es geschafft. Jetzt ist Beta dran. Ach, Aloy. Ich glaube, das gibt Ärger. Wie auch immer du diese Phantome aufhalten willst, mach es lieber jetzt. Ich mache gar nichts. Beta macht das. Sie braucht nur etwas Zeit. Zeit haben wir nicht. Komm schon, Beta, komm, komm, komm schon. Was ist das? Unsere Armee! Ja, du hast ihre Aufmerksamkeit! Der Basis injiziert. Was schneller und mächtiger ist als jede Brutstätte. Und jetzt hat er so viele Maschinen raus, wie er will. Yo. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Müssen noch da, Ino? Komm schon, gehen wir zum Startturm, bevor das hier ein Kriegsgebiet wird. Fürchte aber leider nicht. Dein Manöver, so klug wie es war, bedeutet, dass Hephaestus ausbrechen konnte. Er wird zweifellos ins Brutstättennetzwerk fliegen. Wir haben ihn einmal gekriegt, das schaffen wir wieder. Oder wir finden einen Weg, seine Funktionalität zu replizieren. Mit der Apollo-Datenbank. Aloy, falls wir es nicht schaffen, bereue ich nur eine Sache. Und das wäre? Dass wir so viel geklettert sind. Na dann. Bin ich überhaupt richtig? Es fühlt sich irgendwie...
Der Felsen dort könnte uns als Brücke nach oben dienen. Okay. Was? Alle Phantome kämpfen wohl gegen unsere Maschinen. Nein, das wäre doch schon einfach gewesen. Komm nur! Nimm's dir, wenn du's willst. Und mach sie fertig. Wo? Wo hast du mir was hingeschmissen? Vorsichtig mit dem Zeug. So, wenn ich das ein bisschen intelligent mache, dann kann ich die Säure für mich arbeiten lassen. Ihr seid gleich schrottreif. Was zwar ein bisschen nervig ist. Wow, wie das Ding sich auflöst. Von Säure bedeckt. Naja, viel Damage macht es jetzt nicht. Das gibt schöne Dellen. Ich glaube, sie schaffen das. Munition! Nö, hab keinen Bock mehr. Will den Scheiß hinter mich bringen. Ich hoffe, mir geht's Reinholz nicht aus. Da sollte ich aber vielleicht mal was sammeln. So, ja, Reinholz habe ich wieder ein bisschen was. Hier lang. Ja, komm schon. Nach rechts, glaube ich. Ja, ich weiß. Und jetzt nach links. Ha.
Ja, was denn sonst? Durch den Hangar da vorne gelangt ihr zum Startturm. Ich komme jetzt zu euch rüber. Der Hangar ist in schlechtem Zustand, aber ich sehe den Eingang. Schnell, Aloy! Noch eine. Beim Blut der Zehn! Machen. Hier lang. Ich weiß wo lang. Na los, gehen wir! Hier lang, Dämon! Das ist der Tod, der mir versprochen wurde. Los! Möge Regala friedlich in den Kreislauf zurückkehren. Bitte. Frieden war ihr gleichgültig. Wenigstens starb sie selbstbestimmt, nicht als seine Marionette. Das Vergessen unterscheidet mich inzwischen. Aloy, es war heftig. Aber Kotalo brachte mich zu einem Netzwerkknoten. Ich versuche reinzukommen. Versuch's weiter. Wir sind fast am Turm. Ich würde da nichts sagen, aber... Ah, jetzt wissen wir, wer hier so viel Stress macht. Für das Schoßhündchen. Silence, da kommen Zeniths. Könnten wir ihre Schilde deaktivieren? Wird hochgefahren. Halt still! Das ist sinnlos. Kannst uns nicht verletzen. Versteht doch. Ihr seid Würmer, die sich durch Mauerritzen unserer Keller gezwängt haben. Silence? Noch einen Moment. Ich verschone euch vielleicht, wenn ihr Tilda aufgebt. Man kann wohl sagen, dass sie ihren Platz in unserer Unternehmung aufgegeben hat. Für immer. So. Nichts? Gar nichts? Gut. Alles klar, Leute. Feuer frei! Sollen wir etwa Angst haben?
Admiral nicht entkommen lassen. Es dauert nicht lange, bis er einen Shuttle-Start bereit hat. Dann kann er Beta und Gaia auf die Odyssee und aus unserer Reichweite bringen. Wir müssen da durch. Ich sehe keine andere Möglichkeit. Dann machen wir einen Weg frei. Bereit? Ich habe keine Ahnung, warum der Erend rot leuchtet. Den Turm und Beta befreien. Hey Leute, hier! Stirb, Maschinenabschaum! Entschuldigung, uns geht's gut. Sofern Alva sich beeilt! Ich bin schon fast im Netzwerk! Gib einfach dein Bestes! Okay, ein Aufzug. Vielversprechend. Knurrt wie ein Hund. Ich brauche keinen Schild, um dich fertig zu machen. Glaub mir, du wirst dir einen wünschen. Zeit zu sterben! Das hast du gespürt, oder? Das muss ich dir sagen. Das macht Spaß. Nimm das! Ich mach dich fertig. Wie konnte ich den Lappen nicht treffen? Natürlich. Weiß zwar nicht, wie er mich kriegt, aber okay. Aus nächster Nähe. Du bist erledigt. Ich hab keine Ahnung, wie diese Pech. Das ist eigentlich dumm, oder? Du hast vergessen, wie sich Schmerzen anfühlen. Jetzt geht der Spaß los, oder? Das ist eigentlich total dämlich. Pfeile und allem drum und dran schießt sie hin und das macht kaum Damage, aber so eine Fähigkeit. Geht's dir gut? Das hätten sie gleich wieder.
Also hätten sie die Fähigkeiten eingebaut und wollen, dass du die dass du eigentlich nichts machst. Außer Fähigkeiten spammen. So nach dem, wir haben eine Neuerung reingebracht. Musst jetzt hier spammen. Richtig dumm. War klar, dass das Klettern nochmal einbringen. Aaron, sind alle in Ordnung da unten? Größtenteils. Wir erledigen die letzten Phantome. Was ist mit den Zeniths? Tot, glaube ich. So sagt, du hast Eric erledigt. Gut gemacht. Ja. Danke. Dann sind wohl nur Tilda und Gerard übrig. Aloy, bist du da? Pass auf, ich war im Netzwerk, aber schon nach einer Minute wurde ich rausgeworfen. Ich habe Flugpläne und Flugrouten gefunden, als ob die Zeniths planten, die Erde zu verlassen. Das ergibt keinen Sinn. Ich weiß, doch da ist noch mehr. In den Dateien waren lauter Hinweise auf etwas namens Nemesis. Was immer das ist, die Zeniths haben Angst. Alva? Alva! Was ist hier los? Weiterhelfen. Nemesis. Interessant. Was könnte das wohl sein? Mensch, gibt es noch eine größere Bedrohung? Also den dritten Teil werde ich mir garantiert nicht angeben. Ich habe so keinen Bock mehr auf das Spiel. Der zweite Teil hat es voll verschissen. Ich werde mir dazu wahrscheinlich, wenn der dritte Teil irgendwann rauskommt, erstmal ein Let's Play dazu angucken, um zu überprüfen, ob ich überhaupt Lust habe. Weil das Klettern ist halt echt meh. Ich bin fast da. Und so wie die Aloy hier so ein bisschen drauf ist, gefällt mir das auch nicht so ganz. Ich würde aber sagen, das machen wir im nächsten Part, ist nämlich schon wieder viel zu viel Zeit vergangen. Bis zum nächsten Part. Tschüss.